Über ein Jahrzehnt nach seiner Versenkung wird ein deutsches U-Boot gehoben. 9. April 1945 sank hier im Kattegat das deutsche Unterseeboot 40 an kostbare Fracht an Bord. Auch an 43 Menschen, die das Boot in die Tiefe riss, als es an jenem Dienstag die Männer des Bergungstrupps, ist es eine Begegnung mit dem Tode, als sie zum ersten Mal Licht in das Dunkel werfen. Man wollte seine seltene und teure Ladung bergen, doch ist dies nicht der wahre Grund der Hebung. An Bord befand sich ein Gerät, welches im Geheimen gesucht wurde. Auch ein Passagier, ein deutscher Offizier, war an Bord, der zuvor einen Auftrag in Indien ausführte. Wollt ihr wissen, was für ein Gerät sich auf dem U-Boot befunden hat? Dann schaut in mein Long-Video.